Anschließen. Genau, aber ich habe es selber auch nicht gelesen, weil ich da gar nicht rankam. Ja. Aber genau, aber ich habe ein bisschen quasi, was ich lesen konnte, war Abstract und ich glaube die Einleitung und dann noch so ein paar Passagen aus den Recites und so. Und ich habe noch ein bisschen Videos geguckt und einfach andere Sachen dazu gelesen. Und zwar, wer hat es denn? Mich würde ja interessieren, wahrscheinlich haben die meisten da draußen davon gehört, weil das war vor 3 Wochen oder so überall in den Nachrichten mit den Kokainhaien, oder? Also keine Ahnung, ich glaube, Ich mir habe haben das zehn Leute nicht diese Artikel mitbekommen. geschickt. Hä? Ich habe das nicht mitbekommen, Julia. Echt, du hast das nicht mit. Ah, Nein, krass, okay, überhaupt also ich. nicht. Okay, Mich hat auch witzig. keiner angesprochen. Nee, ah, okay, also ich habe, ey, bei mir ohne Scheiß, mein Nachrichteneingang war voll. Von allen Ecken haben mir Leute diese Nachrichten geschickt. Das Haie, war auch Drogen, Julia! Ich glaube, es ging mehr um die Haie, Ja, aber. klar, ja, natürlich. Ich wollte ihr nichts unterstellen. Wer weiß, aber wer weiß. genau, und deswegen dachte ich mir, können wir da mal drüber reden und uns mal diese Studie ein bisschen angucken. Und zwar vor allem auch, also ich meine, ich musste auch so ein bisschen lachen, weil wir auf dem Schiff, also es war, mir hat es, glaube ich, auch der Erste, der es mir geschickt hat, war der Koch vom Schiff. Der hat mir das als Erstes geschickt. Und weil da haben wir auch, wir hatten halt auf dem Schiff, wir haben irgendwie Bär geguckt und so, da gibt es ja auch einen Film. Und es gibt auch eine Serie, die Cocaine Sharks heißt. Und ich glaube, Was? es gibt auch ja, ein Doku, die Cocaine Sharks heißt oder so. Und bei der Doku geht es, glaube ich, darum, dass die rausfinden wollten, ob Haie eventuell in Kokainpakete, die im Meer landen, beißen oder sowas. Ich habe das nicht gesehen, ich habe das auch nur kurz gelesen. Weil Drogenschmuggel ja vor allem also quasi Kokain wird hauptsächlich in Südamerika hergestellt. Oder wahrscheinlich sogar nur in Südamerika, naja, vielleicht auch noch in Asien, aber sehr viel in Südamerika. Und dann wird das eben meistens in die USA geschifft. Und das geht halt meistens über Wasser, ob jetzt per Flugzeug, aber wahrscheinlich in der Regel mehr über Boot. Und genau, da gehen mal Sachen auch hops oder werden absichtlich irgendwo runtergeworfen, damit jemand anders das irgendwo einsammelt. Da gab es auch eine wilde Geschichte, wo die, glaube ich, auch das Kokain in tote Haie gepackt haben und über Bord geworfen haben und dann wurde es woanders eingesammelt. Also ich glaube, man findet diverse wilde Geschichten, wenn man sich mit Drogenschmuggel auseinandersetzt. Aber es geht hier jetzt gar nicht so um Drogenschmuggel, sondern eben darum, dass Kokain eben ins Wasser gelangt. Da haben sich halt Leute gefragt, da war auch vor ein paar Monaten waren da auch die News, ob in Florida die Haie quasi in so Kokainpäckchen beißen und dann crazy werden und so. Da gab es auch irgendwelche wilden Nachrichten. Ich glaube, das war so im April oder sowas, dass das eventuell möglich wäre. Das Ding ist, wenn natürlich, wenn so Päckchen im Meer schwimmen, was wie gesagt wohl schon ab und zu passiert, dass da Haie reinbeißen, klar kann das passieren. Also gerade wenn es irgendwie mehr auf dem offenen Ozean ist und gerade so pelagische Haie, die sind neugierig und die beißen in Sachen rein, die da rumschwimmen. Also das ist jetzt nicht abwegig. Genau. Jetzt hier geht es aber jetzt nicht ums offene Meer oder um große Haie, sondern es geht um brasilianische Schafnasenhaie, was ein bisschen lustig ist. Schafnasenhai. Ja, das sind kleine Haie, die werden so maximal, ich glaube, um so 70 Zentimeter groß. Und die sind aber in Brasilien, also die Oh, wie kommen vor allem, niedlich. ja, die sind niedlich. Wie Die kommen niedlich. vor allem an der Atlantikküste von Südamerika, so Brasilien, ich glaube, bis hoch nach Panama und so vor. Und leben hauptsächlich in der Küste und die sind halt vor allem in Brasilien werden die sehr viel gegessen. Also gar nicht jetzt wegen den Flossen oder sowas, sondern die werden einfach gegessen. Ich erinnere mich auch an einen brasilianischen Meeresbiologen, den ich mal kennengelernt habe und mit dem ich das lustige Gespräch führte. Wir haben irgendwie gegessen. Ja, die sind niedlich, ne? Ja, ist ein Schafnasenhai. Ah nee, das ist ein Schwarznasenhai, Entschuldigung. Falscher Hai. Er hat Falscher eine Hai. schwarze. Süß, er hat eine schwarze Spitze an der Nase. Aber die sind auch süß. Die Schafnasenhaie. Ja, auf jeden Fall der brasilianische Meeresbiologe. Irgendwie hatten wir über Essen geredet und ich habe ihn gefragt: So, ah, you don't eat fish? Und er schaut mich an und sagt: No, I don't eat fish, only sharks. Daraufhin fing ich an zu lachen und er schaute mich an und meinte:
I am a horrible marine biologist. I realize that now. I don't eat fish, only sharks. Auf jeden Fall haben wir dann drüber geredet und dann hat er erzählt, dass in Brasilien sehr viel Hai gegessen wird. Der wird irgendwie frittiert und genau. Ja. Hier ist mal ein Schafnasenhai. Ja, also die sind nicht sehr groß und werden leider viel gegessen. Genau, und weil die eben viel gegessen werden und gefangen werden, haben dann ein paar Wissenschaftler von Fischern ein paar Haie abgekauft. Es waren nicht viele, nur 13 Stück. Das ist die Probengröße dieses Papers, was sehr, sehr wenig ist. Nichtsdestotrotz ist es interessant. Und zwar haben die dann in das Muskelgewebe von den Haien geguckt und in die Leber. Also bei Haien ist es ja so, dass ungefähr ein Drittel des Körpers ist ungefähr Leber. Die haben eine riesige Leber. Mhm. Und damit das hatten wir doch auch schon bei dieser, wo die Orcas die Haie angegriffen haben, wegen der großen Leber. Ne? Genau, das ist hängen geblieben bei mir. So funktioniert mein Gehirn. Sehr gut. Inga? Ja, mein Akku vom Licht ist alle. Ah. Aber es gibt irgendwie... Warte. Ah, nee. Ach ja, genau. Ah. Oh. Aha. Ja, so. Ja. Genau, die Leber übernimmt bei denen vor allem auch die Schwimmblasenfunktion. Genau, die haben eine sehr große Leber. Deswegen haben die halt ins Muskelgewebe geguckt und in die Leber und haben nach zwei bestimmten Stoffen geguckt, und zwar nach Kokain direkt und dann nach, und da habe ich jetzt auch ein Problem, ich habe keine Ahnung. Benzoylecogonine. Ich guck mal nach. Benzoylecogonine, ja, absolut furchtbares Wort. Genau, auf jeden Fall das Benzo-Zeug, so nenne ich das jetzt. Ja, das klingt auch sehr, sehr professionell. Benzos, genau. Ja, das Problem ist dieses C und das G hintereinander. Das ist das, was es unaussprechbar macht. Ja. Genau, diese Benzo-Sachen, das ist das Abbauprodukt von Kokain. Mhm. Also wenn das metabolisiert wird. Das ist zum Beispiel auch, was quasi im Drogentest, wenn die Urintests machen, danach suchen die. Da kann man sehen, ob Kokain konsumiert wurde. Genau, nach diesen zwei Stoffen haben sie in den Haien geguckt und haben das tatsächlich gefunden, und zwar in allen. In allen 13 Haien haben sie das gefunden. Mhm. Und auch wenn das jetzt halt eine sehr kleine Studie ist, ist es aber dann dennoch schon, also wenn es in allen Proben ist, dann ist es halt schon ein Ausrufezeichen. So, ne? Ja. Und sie haben das sowohl im Muskelgewebe gefunden, als auch in der Leber. Was bedeutet das jetzt? Das Ding ist, was ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, deswegen hätte ich gerne in das Paper noch weiter reingelesen. Wir können mal, das hier war jetzt der Graphical Abstract, den ich hatte. Wir können mal gucken, was sind denn für Abbildungen? Nee, das werden wir jetzt nicht auf die Schnelle da raus. Nee, werden wir nicht. Das Ding ist, was ich halt nicht weiß, ist, diese Benzos. Heißt es, dass der Shark, dass der Hai quasi Kokain aufgenommen hat und verarbeitet hat und deswegen ist es als Benzos im Muskelgewebe? Oder kann es auch einfach sein, dass sie quasi diese Benzos aufgenommen haben? Sie haben das weiß ich halt nicht. Ja, ich denke, sie werden die Benzos auch aufgenommen haben, aber also es kann beides sein, weil das ist bei den meisten Kokain-Drogentests wird Abwasseruntersuchung auf Kokainkonsum wird diese Verbindung getestet. Also das ist das, was auch in die Toilette gelangt und übers Abwasser. Und ich würde mal sagen, so verstehe ich den, dass beide Sachen halt auch im Abwasser vorkommen. Aber ja, die Frage ist richtig. Haben die einen Metabolismus diesbezüglich? Genau, ja. Also André, das kannst du auch nicht beantworten. Also das müsste man da lesen. Also weil der Punkt ist, ich weiß halt, weil wir wissen halt nicht mit den Benzos, wenn man die aufnimmt, ob die sich überhaupt ablagern können oder ob das nur passiert, wenn du Kokain quasi aufnimmst und das umgebaut wird in deinem Organismus. Ja. Weißt du? Deswegen, also das wird, vielleicht schreiben sie das in dem Paper, das weiß ich halt nicht, weil ich nicht das ganze Paper liebe. Genau, weil das Ding ist auf jeden Fall, genau, das Kokain kann halt im Meer sein oder Haie können das aufgenommen haben, weil sie in so Pakete beißen. Mhm. Aber die Pakete sind ja jetzt auch nicht so häufig im Wasser, dass jetzt... Nee. Wahrscheinlichkeit, dass alle 13 Haie in so ein Paket gebissen haben, sehr gering, würde ich sagen.
Genau, und Kokain und die Benzos kommen aber auch durch Abwasser ins Meer und vor allem auch gerade dort in Brasilien gibt es halt viele Abwasser, wo einfach direkt ohne Kläranlage das reingeleitet wird. Und du hast auch, wenn du quasi Kokain nimmst, ungefähr 10% davon geht durch den Urin wieder raus, ohne dass du das verarbeitet hast. Mhm. Das heißt, genau. Du hast halt Kokain einfach so im Abwasser, ja. Genau. Genau. So, das Problem, das Krasse ist auch die Höhe, die sie in den Haien gefunden haben. Also die Konzentration war 100-mal höher als bei allen anderen bis jetzt aquatischen Organismen, die je getestet wurden. Und diese das Haie werden viel gegessen. Aha. Diese Haie werden viel gegessen. Man kann jetzt halt auch sagen, man weiß natürlich auch nicht, wie gesagt, wie das da reinkommt, weil Haie sind ja auch an dem Nahrungsnetz an der Spitze, ne? Das heißt, die fressen ja wieder Fische und deswegen sammelt sich in Haien immer gern so Giftstoffe an, also auch Schwermetalle und so, ne? Also immer in den Top-Predatoren sammeln sich diese Giftstoffe an, weil die quasi viele andere Tiere essen, die das vorher eigentlich schon angesammelt haben. Ja, können über die... Hai vom Hai. Ja. Ja, in Brasilien möglich. Haie, ja. Ja. Sorry. Genau, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Konzentration. Und das Problem an der Sache ist, dass Kokain halt nicht unbedingt so gesund ist, wie wir, glaube ich, alle wissen, dass er auch einfach auch bei Menschen, da, wenn das viel benutzt wird, das nicht so geil ist für den Körper oder auch Leute so quasi ihre Nase sich auflöst, wenn die richtig hart konsumieren. Und genau, das ist eben so, dass einfach so Benzokonzentration und Kokainkonzentration Zellschäden hervorrufen können, DNA-Schäden hervorrufen können. Und das wurde auch schon in aquatischen Lebewesen getestet, wie zum Beispiel Zebrafisch-Embryos, die da sehr drunter gelitten haben. Und man hat bei Haien vor allem auch die Bedenken, dass eben dieses Gift in der Leber die Bildung von Eigelb verhindert, also für eierlegende Haie. Diese Haie anscheinend sind, sonst würden sie das ja nicht schreiben. Genau, dass das dann auch ein Problem für die Fortpflanzung ist. Und man weiß auch nicht, ob das Kokain halt auch Auswirkungen hat auf das Verhalten der Tiere. Also man hat in Studien gesehen, jetzt weiß ich gerade das deutsche Wort dafür nicht, bei Crayfischen, Crayfish sind halt keine Hummer. Ich erzähl weiter, ich gucke. Flusskrebse. Ah. Crayfish, Flusskrebs. Genau, dass die auf jeden Fall unter Kokain-Einfluss so mutiger sind und weniger fressen. Also eigentlich ähnliches Verhalten, was Menschen ja auch zeigen. So, ne? Also mehr Selbstbewusstsein und kein Appetit. So typisches Kokain-Effekte. Und ich glaube, ich hatte auch gehört, dass bei Aalen, also europäischen Aalen, auch sowas beobachtet wurde. Das heißt, es kann sich halt eine Verhaltensänderung zeigen. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass jetzt kokainsüchtige Akrohaie durch die Meere schwimmen. Aber also ich glaube, dann hätte wahrscheinlich Brasilien schon ein krasses Hai-Attacken-Problem. Aber ich denke eher vor allem auch, dass die Appetit, also dass du zwei Sachen hast, genau, bei den einen war Hyperaktivität, haben die auch gesehen. Du hast dann Tiere, die eventuell sich mehr bewegen, als sie sollten, das heißt viel Energie verbrauchen. Und dann weniger Plus, essen. Genau, Appetitlosigkeit und weniger essen, was halt gesundheitlich für die beschissen ist. So, das ist halt problematisch. Und genau, ich hatte noch irgendwo gelesen, dass in dem Paper wohl auch steht, dass sie die Haie angeguckt haben und die mit höheren Kokainkonzentrationen im Gewebe waren quasi ungesünder, so vom Gewicht und Größe und sowas. Aber ich glaube, das war jetzt nicht signifikant. Aber wie gesagt, ich habe es nicht gelesen. Genau, deswegen ist das problematisch für die Tiere und das ist halt auch einfach so ein Punkt, wo, glaube ich, jetzt viele Leute nicht drüber nachdenken, dass sie eben auch mit Drogen, das bezieht sich aber auch auf Medikamente, ne? Drogen- oder Medikamentenkonsum halt auch der Natur und Meereslebewesen schaden, wenn sie das
wenn sie pinkeln gehen und Drogen genommen haben, aber auch wenn sie zum Beispiel das Klo runterspülen oder sowas. Ja. Also auch Medikamente übrigens, ne? Nicht das Klo runterspülen, sondern das kommt zumindest in Bremen in den Hausmüll, weil das verbrannt wird. Oder genau, oder in der Apotheke abgeben. Man kann es immer auch in der Apotheke abgeben. Alte Medikamente nicht irgendwo runterspülen, genau, aber auch die ganzen Stoffwechselprodukte, die aus Medikamenten rauskommen, das ist halt, es muss im Abwasser, also das hat auch einen Einfluss. Ja, und Hobbit der Große schreibt im Chat, ich muss an betrunkene Elefanten denken, die in Dörfern randalieren. Ja, da gibt es ja auch ne gegorene Amarula-Früchte, die dann von Elefanten konsumiert werden, weil sie dann betrunken werden. Oder waren das Affen? Ich habe es nicht mehr auf dem... Ich habe auch irgendwas mal mit betrunkenen, also irgendwas... Ganz hinten läutet was, aber... Oh, Hobbit der Große outet sich. In Bielefeld kommt es auch in den Hausmüll, wurde mir in der Apotheke gesagt. Okay, ja, es ist halt in der Apotheke immer nachfragen. Schönen Gruß nach Ostwestfalen. Ole fragt, woran erkenne ich einen mutigen Flusskrebs? Die Antwort, dass er im Meer ist und nicht im Fluss, finde ich ziemlich gut. aber ich schätze mal, dass die wahrscheinlich dann irgendwelche Sachen machen, wo die sich normalerweise verstecken und dann verstecken die sich halt nicht. Also sie sind dann so ein bisschen mehr die Draufgänger. So, ne? Oder genau, sind länger irgendwie draußen oder sowas, dann beobachtet man halt das Verhalten und dann zeigen die da atypisches Verhalten, was dann in der Regel mutiger ist, weil sie irgendwie gefährdender, sich selbst gefährdender verhalten. Ich glaube, es wurde auch auf Englisch als bold bezeichnet. Aha. Und bold ist ja, also brave ist ja so mutig und bold ist ja eher auch, ist eher so draufgängerisch. Das ist eigentlich die bessere Übersetzung. Ja. Ja. Der Chat ist sehr aktiv. Ja. Mit Witzen über Bielefeld, die nicht kommen, weil es Bielefeld. Und da hat man im Hintergrund dann auch nochmal einen Kommentar von der Seite. Das finde ich schön. Ja. Aber ich muss jetzt mal kurz fragen, weil Inga, ich habe am Anfang das verpasst, aber weil du gesagt hast, Martin kennen alle vom Stream und so, ich nicht. Das habe ich verpasst. Na, nee, weil also hier in Berlin, Martin war schon, also habt ihr nicht Martin alle schon mal? Hast mal doch. Ihr kennt Martin. Ja, wir kennen Martin. Ja. Sorry, Martin. Ich kenne Martin. Hallo Martin. Ich glaube, ich kenne Martin nicht. Hi Martin, trotzdem, aber. Komm mal ganz kurz bitte hier. Ja. Messe oder so in so einem alten Hafen oder sowas getroffen. In einem alten Hafen? War Martin, warst du bei... Das ist Martin. Hi. Hallo. In einem alten Hafen? Irgendwo bei Treptow. Ah, da war das... Bei Children of Doom. Ja, genau. Da war ich nicht dabei. Stimmt. Ja. Irgendwo habe ich dich schon mal... Aber Martin... Du kennst sie vielleicht aus dem Fernsehen. Ja, auf allen sozialen Medien kann man Martin. Ja, gucke ich Fernsehen noch an. Okay, dann. Aber Martin kocht sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr eben gehört habt, dass der Feueralarm hier angegangen ist. Nee, das haben wir nicht gehört. Ich habe auch leise gestellt. Ist das tatsächlich ein Qualitätsmerkmal, dass der Feueralarm angeht? Ja, in Berlin schon. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Danke, wenn du magst, kannst du das gehen. Das war nur der Gesichtsabgleich, damit Jules auch ganz sicher sein kann. Aber ich glaube auch, dass ihr euch schon mal gesehen habt, irgendwie hier in Berlin. Also, weil in Hamburg ziemlich sicher nicht, aber wir waren ja auch in Berlin mal auf Tour. Ja. Und wir waren bei der Republika. Ja, bei der Republika war ich auch mal bei. Ja, er war auch bei der Republika. Ah, vielleicht haben wir das mal gesehen. Und auf dem Bierfest danach. Nee, Netzfest, das hieß nicht Bierfest, das hieß Netzfest. Bierfest. Ja, das wurde Bierfest. Ich denke schon in ganz klaren, vorgefertigten Bahnen. Ja,
Ja. Bei diesem Bierfest, ja, Netzfest. Grüßt Martin übrigens auch. Hm? Der Chat grüßt Martin übrigens auch. Ja. Der Chat ist sehr liebevoller Chat. Vielen Dank. Martin hat das alles gemacht und wird das nachbearbeiten. Ja, ich kann unser neuer Sidekick werden. Neben Heike. Ja, neben Heike. Ja, kocht nebenbei und wenn es dann piept, dann wisst ihr, wir sind in Berlin. Oh, bei Inga piept es wieder, sie muss in Berlin sein. Ja, genau. Aber das ist eine schöne Sache. Wir sind im Stream, Inga erzählt was, man hört im Hintergrund piepen und der Chat sagt, hallo Martin. Das waren drei? Ja. Das waren drei Rauchmelder, die angegangen sind. Okay. Nur wegen Speck, der ausgebacken worden ist hier. Hm. Ja, Martin macht nämlich Hausmannskost, Dinge, die ich weiß nicht, das ist eine Hamburger Spezialität, Birnen, Bohnen und Speck. Für mich ein absolutes Essen, aber es gibt sehr viele Menschen, die das total gut finden. Birnen, Bohnen und Speck. Ja, hört sich gut an, befremdlich. Ja, ich finde es auch. Ich kenne Himmel und Erde, Birnen und Kartoffeln. Ja, aber ist nicht bei Himmel und Erde auch noch Blutwurst dabei? Mhm. Diese ganzen altertümlichen Dinge, die mein Opa so gerne mochte. Ja, nee, Blutwurst bin ich auch überhaupt gar kein Freund von. Das ist, Ich habe das als Kind gegessen, weil ich nicht wusste, was es ist. Und wenn die Großeltern das lecker, probier das mal. Natürlich automatisch auch. Bei Blutwurst und Birnen weiß ich nicht. Nee, bei Birnenbohnen und Speck ist tatsächlich einfach Birne und Speck und Bohnen, frische Bohnen. Und ich glaube, Martin hat jetzt Dosenbirnen genommen, aber ich kenne das auch mit so Kochbirnen. Ja, ich habe gefrorene, gefrorene selbstgeerntete Birnen und welche aus der Dose. Hier ist eine Doppelkombination, die den Rauchmelder ausgelöst hat. Also natürlich nicht die Birne, sondern der Speck, aber egal. Das klingt ganz gut eigentlich. No. Himmel und Erde ist mit Apfelmus und Kartoffeln. Ich kenne das mit Birnen und Kartoffeln. Tja. Aber ich esse meinen Grünkohl auch mit Zucker. Also. Ja, aber das ist ja normal. Ein bisschen Zucker braucht der Grünkohl. Das sag mal Leuten aus Niedersachsen, dass das normal ist. Ja, und karamellisierte Kartoffeln braucht. Ja, eigentlich schon, genau. Ja. Richtig geile karamellisierte Kartoffeln. Ja. Hatte ich letztes Jahr gar nicht. Muss ich dieses Jahr mal wieder machen. Ja, und Martin Zopp ist so klein. Also falls jemand in Berlin ist und noch was essen will, wir haben. Das ist nur nicht vegetarisch. Ja, klar. Ja, wir haben den nächsten Termin für den nächsten Stream schon festgelegt. Jawohl, ne? Das haben wir. Warte, ich mach mal. Ich habe ihn wieder vergessen, aber ich gucke wieder nach. 19.09.19.9. Jawohl. 20 Uhr. Ja. Ja. An einem Donnerstag. Mal wieder. Im September. Ja. Landsberger Allee. Wie weit ist die Landsberger Allee, Martin? Horst, wie lange er braucht? Leider anderes Ende der Stadt, Horsti. Ist eine Ecke, ja. Ja. Ich mache auch gleich mal noch Werbung für den nächsten Artist-Stream, der ist noch am 24. September, ist auch noch eine Weile hin. 24. Also du kannst quasi beim nächsten Stream noch Werbung machen, bist immer noch pünktlich. Ja, wenn ich dran denke, ja. Nicht so verkackt wie beim letzten Mal. Wir versuchen zusammen mit dir dran zu denken. Vielleicht sollten wir das, ich habe vorhin noch mal ganz spontan auf unserer eigenen Website aktualisiert, das kann ich ja jetzt gleich noch mal machen für den nächsten Stream und dann dazu schreiben. Und Julia ist auf Arte am... Ist ja gut, Martin, beruhig dich. Am 24.09. Können wir ja mit in unsere Werbung nehmen. Hab's jetzt auch auf Discord geschrieben. Ja. Geht sehr aber nicht gut. Um mehr, sondern ich weiß noch nicht genau, ich glaube um Sex, aber ist noch nicht sicher. Boah, das zieht immer. Deswegen war ja unser Titel mit den Seescheiden auch so attraktiv. Stimmt. Leider lang genug. Es geht, glaube ich, um Menschensex, nicht um Seescheiden. Aber ja. Ja, man, manchmal, da, man kann sie auch nicht aussuchen. Ich kann sie nicht aussuchen. Ich muss die Themen nehmen, die mir gegeben werden. Ja, so.
Ja, leider, leider, leider. Da gucke ich mir dann an. Dann kannst du ja beim nächsten Mal vielleicht schon mehr erzählen. Definitiv. Da kann ich definitiv mehr erzählen. Ja, okay, ihr Lieben. Ja, dann genau. Das war's. Oh, ja. Ja, also das Ende von Koks, Scheiden und Lamuja. Strömungen. Aber du musst ja zwei machen, ne? Ja. Hi. Einen zauberhaften Abend noch bis im September und tschüss. Mach's gut. Tschüss, tschüss, Martin. Tschüss. Tschüss.